Hallo und herzlich willkommen zu Nähe mit mir. Ich bin Laura und ich habe heute für euch diese süßen kleinen Osterhäschen mit Hasenohren, die man befüllen kann mit kleinen Geschenken und jemandem zu Ostern damit eine Freude machen kann. Da kann man super Stoffreste verwenden und die individuell so gestalten, wie man möchte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Die Utensilien, die wir benötigen, sind auf jeden Fall ein Lineal, ein Rollschneider und eine feine Schere. Geht auch nur mit einer Schere, aber ich finde es in Kombination am einfachsten. Einen spitzen Gegenstand, da geht auch ein Nahtrenner oder eine Stricknadel, um die Ohren auszuarbeiten. Garn für die Wendeöffnung nachher würde ich eins wählen, was farblich irgendwie entweder total im Kontrast ist oder gut zum Stoff passt. Und nachher, um das Ganze schön zu präsentieren, Geschenkband. Es eignen sich auch kleine Haarbänder, bunte Haarbänder, wenn das vielleicht für ein Kind ist mit längeren Haaren, freut sich sicherlich auch über ein extra schönes, buntes Haarband. Sonst geht auch super Geschenkband. Ich habe hier auch noch eins, das man auch prima als Label nehmen kann. Des Weiteren habe ich noch Glöckchen, da kann man auch eins mal ans Ohr noch nähen oder auch hier so Knöpfe als Näschen. Pompons eignen sich auch hinten als Hasenschwänzchen, habe ich jetzt leider nicht zur Hand. Und ja, Garn zum Besticken, wer möchte. Ansonsten auf jeden Fall Klammern oder Stecknadeln. Einen Stift zum Markieren, diesen hier kann man ganz gut ausradieren bzw. ausbügeln. Und natürlich, ganz wichtig, zwei Stoffe. Die habe ich hier im Bruch gelegt und das hier wird in dem Fall mein Außenstoff und das wird mein Innenfutter. Die Größen, die ich jetzt gewählt habe, sind 16 cm in der Breite und 23 cm in der Höhe, also 46 cm hoch insgesamt. Wenn ihr nur 44 cm habt oder hier ein Zentimeter fehlt, ist das gar nicht schlimm. Wichtig ist, dass wenn wir nachher unsere Markierung setzen, dass es in der Mitte ist. Und je nachdem, wie groß euer Stoffstück ist, werden die Ohren halt ein bisschen länger oder kürzer oder der Beutel wird etwas tiefer. Und das könnte ziemlich individuell variieren, wenn ihr möchtet. Als nächstes markieren wir uns bei beiden Stoffen mal die Stelle, wo die Hasenohren anfangen würden. Ich habe jetzt hier die Stoffe nicht aufeinander gelegt. Das kann man natürlich machen, wenn man einen sehr guten Rollschneider hat. Dieser Stoff ist ziemlich fest und ich möchte sicher gehen, dass ich auf jeden Fall mich ihn nicht verschneide. Der Bruch ist in dem Fall der Boden von unserem Beutelchen und wir setzen jetzt hier an, also einmal 8 cm in der Breite, also 8 und 8 und 12 cm runter. Das wäre dann ungefähr hier. Als nächstes verbinden wir den Punkt mit den Ecken. Allerdings gehen wir nicht ganz genau in die Ecke, denn dann wird es ein bisschen zu friemelig nachher beim Hasenohren nähen, sondern so einen halben Zentimeter nach innen. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum und das Ganze schneiden wir dann mit dem Rollschneider fast bis zum Punkt, einfach um sicher zu gehen, dass wir nicht über den Punkt hinausgehen und können dann die letzten Fasern auch noch mit einer feinen Schere schneiden. Also man sieht hier, haben wir einen kleinen Rand gelassen. Das hat super geklappt. Mit dem anderen Stoff machen wir es genauso. So, beide Stoffe sind ausgeschnitten. Ich hatte vorhin wirklich Glück, dass ich mit dem Rollschneider genau in die Mitte gekommen bin. Bitte nicht über den Punkt hinaus. Die letzten Fasern kann man auch super mit einer feinen Schere schneiden. So, als nächstes legen wir, wenn wir es nicht schon getan haben, beide Stoffe rechts auf rechts und nähen die Seiten entlang. Bei unserem Innenfutter lassen wir eine Wendeöffnung. Die markiere ich jetzt mal. Wir nähen von hier oben runter. Das heißt, ich markiere mir die Wendeöffnung. Verriegel auf jeden Fall am Anfang und am Ende der Wendeöffnung. Hier unten ist es nicht ganz so nötig. Die Beutel werden ja auch nicht allzu sehr strapaziert. Und jetzt kann ich mir das Ganze einmal feststecken. Also, dass schön die Enden aufeinander sind. Ich mache hier mal
nur damit ich es gleich nicht vergesse, auf jeden Fall bei der Wendeöffnung Klammern hin. Und die restlichen Seiten können wir ganz normal vernähen. Wer möchte, kann jetzt auf jeden Fall noch ein Label oder ein Zettelchen oder ein Bändchen einnähen. In dem Fall natürlich in den Stoff, der außen ist, und das Ganze dann nach innen legen und feststecken. Ich würde dann auch zweimal drüber nähen. Und nicht vergessen, hier ist unten, da ist oben. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass man es lesen kann, werde den Stoff jetzt aber umdrehen. Und hier einmal mit einem geraden Stich und einer Stichlänge von ungefähr 2,5 entlang nähen. Die Stoffe sind genäht, hier haben wir eine Wendeöffnung und jetzt kümmern wir uns um die Ecken unten. Die nähen wir ab. Dafür wollen wir aber erst einmal kontrollieren, dass hier auf jeden Fall alles mit rechten Dingen zugeht. Also wir legen hier die Öhrchen aufeinander, rechts auf rechts, und achten dabei darauf, dass hier die eine Nahtzugabe in die eine Richtung schaut und die andere in die andere. Und es muss auch wieder keine Wissenschaft draus gemacht werden, aber einfach, dass unser Beutelchen nach einigermaßen ordentlich aussieht. Hier unten sieht man, wir haben hier unsere beiden Ecken, die messen wir jetzt aus. Sind von oben gemessen ungefähr 3 cm und hier in der Seite gemessen ungefähr 6. Ich mache es mal so rum, ist glaube ich ein bisschen einfacher. Also ungefähr 6 cm. Wir können das Ganze einmal markieren und feststecken. Und das machen wir jetzt noch mit den übrigen Dreiecken. Dabei achten wir darauf übrigens, dass hier die Nähte in dieselbe Richtung schauen, also hier sich das richtig durchzieht. Dabei achten wir darauf, dass die Nahtzugabe oben und unten in dieselbe Richtung schaut. Genau. Und im nächsten Schritt können wir hier einmal entlang nähen mit dem Geradstich nach einer 0,5 cm Nahtzugabe die Ecke abschneiden. Und ja, beim Nähen achte ich noch darauf, dass ich hier am Anfang und am Ende ein bisschen verriegle. Jetzt wenden wir eins der Beutelchen und stecken es in das andere hinein, sodass sie rechts auf rechts sind. Da muss man ein bisschen hin und her wickeln und die Beutel schön ineinander stecken, aber das geht eigentlich ganz gut. Ich fange dann oben an und stecke die Ohren aneinander fest und arbeite mich dann den Rest der Kante entlang. Dabei achte ich darauf, dass die Nähte schön aneinander liegen und die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen schauen. Wenn es nicht ganz passt, dann muss man gegebenenfalls das Beutelchen noch drehen. Wenn die Nähte gut aufeinander passen, dann stecke ich alles fest und arbeite mich die Kante entlang. Kann zwischendrin auch nochmal ajustieren und nachbessern. Wenn wir alles festgesteckt haben, fangen wir an, hier mit einer gesunden Nahtzugabe einmal komplett drumherum zu nähen. Wir verriegeln oben an den Öhrchen und unten in dem V, also nähen vor und zurück. Und das geht ganz gut, wenn die Nadel noch im Stoff steckt und wir das Füßchen hochheben und dann wieder absenken und unseren Stoff drehen können.
Jetzt nach dem Nähen können wir hier an den Hasenohren so knappkantig wie möglich abschneiden, also dass wir nicht in unsere Naht reinschneiden, aber eben so nah wie möglich. Wir haben ja auch verriegelt und hier bei unserem V auch einschneiden und so nah wie wir können an den Faden ran, damit wir eine schöne Kante bekommen. Das Ganze wenden wir jetzt durch unsere Wendeöffnung und arbeiten unsere Ohren aus und die Ecken. Das machen wir am besten mit einem Spitzengegenstand, allerdings nicht zu spitz, damit wir uns nicht verletzen. Also ein Essstäbchen oder auch ein Nahttrenner. Also natürlich nicht die scharfe Kante, sondern die abgerundete Kante. Tun es ganz prima. Und beim Wenden, ja, kann man ein bisschen durcheinander kommen. Es sieht am Anfang erst sehr merkwürdig aus. Aber wenn wir erst versuchen, die Ohren auszuarbeiten, dann klappt das normalerweise ganz wunderbar. Meine Wendeöffnung verschließe ich jetzt noch knappkantig mit einer feinen Naht. Habe ja meinen hellen gelben Faden, den ich ganz gerne mag, und werde hier einfach einmal knapp entlang steppen. Der letzte bzw. vorletzte Schritt besteht jetzt daraus, die Ohren einmal zu bügeln, also hier wirklich die Stoffe schön aufeinander zu legen und einmal zu bügeln. Es sieht dann gleich noch viel ordentlicher aus. Im allerletzten Schritt, und das ist der schönste Schritt, geht es darum, das Beutelchen zu füllen. Also Ostersüßigkeiten kann man reinmachen oder auch kleine Geschenke. Ich habe hier so ein Knisterhäschen aus demselben Stoff für ein Baby. Das kann man prima da reinmachen und muss das Ganze dann verschließen. In diesem Fall habe ich ein Scrunchie genommen. Man kann auch ein buntes Gummiband nehmen, wenn man das an jemanden schenkt, der sich über ja, neue, schöne Zopfgummis freut, oder hier so ein bisschen Dekoband. Also da sind eurer Fantasie alle Freiheiten gegeben. Das würde man jetzt hier drum binden. Ich würde mal sagen, das dauert jetzt ein bisschen zu lange, um euch das elegant zu zeigen. Aber funktioniert so. Also man zieht hier das Band rum, macht eine schöne Schleife, kann hier die Ohren so drapieren, wie man es gerne möchte, und sich hier eine schöne Schleife binden. Da sind jetzt unsere kleinen Geschenkhäschen in all ihrer Pracht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mitzunähen, und ich würde mich auf jeden Fall freuen über einen Daumen hoch, über Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Das hilft mir dabei, in Zukunft meine Videos noch ein bisschen hilfreicher zu gestalten, und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal dann auch wieder. Tschüss!